Aktuell sind sicher die Gebäudesanierungen ein Thema. Da wird immer darüber geredet, weil der Zeitpunkt ist da, wo man etwas muss umsetzen muss. Es gibt neue Möglichkeiten, neue Materialien, neue Technologien. Also im Sanierungsgeschäft, was sicher auch einen Einfluss hat, ist das Lampenverbot, das in Kraft getreten ist. Weiterhin ist die Energiekrise, die wir hatten, ist auch ein Punkt, der das Ganze fördert, dass die Leute sensibilisiert sind darauf, um ihre Anlage zu erneuern. Das ist gerade eine Kantonalbank, wo wir das Bürogebäude dürfen erneuern, Stockwerk für Stockwerk. Für mich gutes Licht ist, wenn man eine angenehme, schöne Atmosphäre schaffen kann und immerhin noch die Emotionen kann wecken in den Leuten und sie zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge und Qualität versorgen kann. Ja, im Sanierungsprojekt ist immer die Herausforderung, dass gewisse Sachen fix schon gegeben sind und nicht angepasst werden können oder nur mit grösserem Aufwand. Was in einem Neubauprojekt, wenn man das richtig plant, sehr viel einfacher ist. In einem Sanierungsprojekt ist die grösste Herausforderung, um alte Dimensionen, die es heute nicht mehr gibt, die zu kaschieren oder ja, zu bedienen. Die Herausforderung war sicher die tiefe Raumhöhe. Die Leuchten mit der Schwarmfunktion, mit dem Direkt-Indirekt-Licht, die Stimmungen, die man da erzeugen kann, das ist einfach toll. Mitarbeiter des Jahres, das ist eine Auszeichnung, die mich sehr stolz macht. Das Ganze ist auch meinem Team zu verdanken, das mich da jederzeit unterstützt hat. Also im Team habe ich das Gefühl, man ist immer füreinander da. Man findet immer ein offenes Ohr und man versucht miteinander eine Lösung zu finden, um genau so ein Projekt zu realisieren. Mit guten Produkten, mit effizienten Produkten, so wie wir es bei uns in der Zungtobel haben, findet man eigentlich für jede Herausforderung eine Lösung. Da wir die ganze Wertschöpfungskette, die wir im Haus intern haben, können wir eigentlich zu fast jedem Thema und Kunden das Richtige bieten. Da ist jede Gruppe hat seine eigenen Ansprüche. Bei einem Architekten muss das Design stimmen, bei einem Planer dort muss die Leute intelligent sein. Bei einem Elektriker muss das Licht kostengünstig sein und beim Endkunden muss einfach das richtige Licht dort sein. Alle, die mich kennen, die wissen eins nach dem anderen.